Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe YouTube-Freunde. Wie ihr seht, wir sind im Landeanflug bzw. Bei den letzten paar Metern, um unseren lieben guten Körben einzufangen. 54 Meter, wir fahren jetzt mal hier erstmal schnell mal alles ein und dann würde ich sagen, holen wir ihn schnell hier rüber. Und dann geht's weiter endlich ab zum Minmus und ab zurück, damit wir endlich mal die ganzen Missionen auch alle beendet haben. So, zack, RAS an. Es. Wir können jetzt disable. Den brauchen wir jetzt aber nicht, brauchen wir jetzt mehr. Chips. So, du stabilisierst dich ein bisschen. So. Dann. Gensor Spot. Den würden wir jetzt erstmal noch packen. Leider ärgert mich das jetzt immer noch, das mit der einen Mission, dass wir die eine Mission leider nicht jetzt hinbekommen werden. Das mit den Temperaturen messen. Weil ich möchte das ungern jetzt auch mit unserem großen Schiff machen, weil nicht, dass gleich der Treibstoff da nicht mehr reicht für Minmus, damit wir nochmal mit so einem großen Pott dahin müssen. Das Temperatursmessen und so weiter können wir auch nochmal mit einer anderen kleinen Sonde machen. Ne, also das kriegen wir schon irgendwie hin. So, erstmal bringen wir ihn jetzt rüber. Weil, vielleicht können wir es ja auch so machen, dass ich da mal die Xenon-Gas-Turbine mal teste. Haha, haben auch mal wieder einen Grund dafür. So, du gehst jetzt mal raus. Ich wusste gar nicht, was ich da festhalten kann, aber egal. Ups, dann einmal dein Hilfstriebwerk an. Und ab geht's. Der letzte Körben, den wir jetzt erstmal wieder aufsammeln. Wir kommen gleich an bei der Titanic, wenn du es schaffst. Bums, da war ich zu spät mit Bremsen. Oh, Heiland. Jetzt hat er einen Dachschaden. Greif doch zu deinen Turbinen, Kleiner. So. Da war ich gerade ein bisschen zu schnell. Es tut mir total leid, Kleiner. Aber kriegen wir jetzt schon alles irgendwie hin. So. So, langsam. So, müssen wir ein bisschen hoch. Wie ihr seht, ich habe es mit der Steuerung nicht. Deswegen mache ich auch viele Sachen eben mit MechJab. Vorsichtig und packe das Ding dazu. Wups. So, ich würde sagen, das war der letzte im Bunde und Bord. Tada! Einen könnten wir jetzt noch aufnehmen, liebe Leute. Dann ist aber wirklich Sabbat. So, mal gucken. Wie sieht unser Treibstoff jetzt aus? Es könnte eng werden. Ich rechne mal kurz was nach. Damit wir nicht, dass wir gleich da stehen und wir haben gar nichts mehr, damit wir ungefähr wissen, wie viel Treibstoff wir noch haben. Wir haben jetzt noch 2800 circa. Wir verbrauchen 6,1 pro Sekunde. Das sind 459 Sekunden. Wir haben noch 7 Minuten 65 Treibstoff. Ja. Wollen wir es wagen, die Dinger mit unserem Schiff mitzunehmen? Oder sagen wir erstmal Scheiß drauf und wir machen erstmal den Minmus und Co. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ich weiß es echt nicht. An dieser Stelle, ich bin total unentschlossen.
Wir machen das mit einer anderen Sonde. Ich gehe jetzt kein Risiko großartig ein. Da gucken wir mal, wo der Minmus gerade rumturnt. Da hinten. So, da können wir dieses Manöver hier erstmal löschen. Sagen wir hier 8 Manöver. Ach, wir müssen ja andersrum raus. Ach, wir fliegen ja andersrum raus. Ach, da sind wir sogar schon. Da bin ich sogar schon zu schnell. Da können wir sogar ein bisschen reindrehen wieder. So, zack. Set als Target. So. Das muss ich mal sehen. Ich habe das so noch nie gemacht. Und jetzt schickt er mich so hier hin. Wir müssen erstmal so hier rausfliegen. Aber das wollen wir ja nicht. Jetzt geht's los. Manöverplan. Klein Tomli und Manöverplan. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich weiß nicht, warum er jetzt uns nicht hier rausberechnet. Der will uns immer in so eine Flugbahn hier reindrücken. Wie viel Karma müssen wir jetzt schon brennen? Das geht noch. Ich drücke jetzt mal weiter. So. Da war er doch, da war er, da war er. Leute, da war er. Zack. So. Wir haben ihn. In 2 Stunden noch irgendwas. Kriegen wir hin. Ich weiß zwar nicht, ob dieses Flugmanöver das perfekteste jetzt ist. Aber laut Angaben sollen wir ihn jetzt hier einfangen. Ich weiß noch nicht. Problem ist nur, wenn wir. Wir würden da anfangen. Leute, wie ihr seht, hier sind wir, würden wir direkt BAM auf Körben. So. Wenn wir jetzt so hier raus, dann würden wir hier hinten auf der großen Flugbahn unterwegs sein. Da würde uns komplett aus dem System raushauen. Wisst ihr was? Wir werden jetzt ja mal ein paar Runden hier um Körben rumdrehen. So. Hier sagen wir es einmal Tschüss. Weil wir so. So, okay, ich muss immer ein bisschen hin und her, weil ich habe noch keine Ahnung davon so richtig, wie wir es jetzt am besten machen. Weil so meistens, ich drehe ja immer so rum. Ach, jetzt weiß ich auch, was wir letztes Mal den Fehler gemacht haben. Hahaha, die Sonne dreht nur falsch rum. Alles klar, wir müssen die Sonne nachher auch mal drehen. Ad-Manöver. So, ein bisschen raus wieder. Ich sage noch ein bisschen hoch. Wir sind noch zu langsam. So. Ich gucke mal weiter. Irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen. Wo ist er denn jetzt? Ei, wo ist er denn? Irgendwie hinten muss er doch jetzt gleich auftauchen. Ja. Da ist er. Das sieht schon endlich recht gut aus. So, so nehmen wir das ganze Manöver jetzt auch. So, du drehst dich jetzt immer zum Manöver ein. 19 Minuten können wir dann brennen. So. Es ist zwar nicht das perfekteste Manöver. Wir
könnten vielleicht noch mal so ein bisschen, vielleicht noch nach oben gehen, damit wir anders da reinkommen. So. 483. Schauen wir gleich mal. Mal sehen, wie viel wir jetzt da brennen müssen, damit wir das so erreichen. Aber ihr seht, ich habe schon Probleme, bis zum Minmus zu kommen, so mit so einem Manöver. Also dementsprechend dann irgendwann mal die Umlaufbahn verlassen und sagen, okay, ich will jetzt von hier ein Manöver planen. Ich sage jetzt mal zu dem jetzt hier, zum Moho. Das wird die reinste Katastrophe, Leute, ich sag's euch. So, in einer Stunde 18. So, wir sind ja schon mal hier. Ich brenne mal ganz kurz minimal an, damit er eine Zeitberechnung hat. 1,53. Dann sind wir kurz vor einer Minute, sind wir dann an dem Punkt, wo wir hinwollen. So, das kriegen wir doch hin. Na, dann komm. Ja, komm. 6, 5, 4, 3, 2, 1,5. 23, ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen muss er noch. Ein bisschen. So, hier geben wir jetzt mal Gas. Nicht, dass wir gleich doch ein bisschen länger brauchen hier, dass die Berechnung falsch hat. Dann drücken wir mal die Daumen, dass alles jetzt gut funktioniert, dass wir jetzt damit auch wieder zurückkommen, weil ich habe meistens immer die Befürchtung, dass wir zwar hinkommen, oder zum Hinzug immer viel Sprit verbrauchen, aber zum Zurückkommen hier in unserem Orbit weniger Sprit verbrauchen. Dass ich irgendwann mal die Sonne mal kontrollieren möchte. So. 367 Meter, meine lieben Leute. Das sieht doch schon sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, es kommt. Es kommt, es kommt, es kommt. Ich hoffe mal, das passt auch alles. Nicht, dass wir das gleich hier stehen und das Ding einfach ab zum nächsten Kosmos rüberschießen. Kann alles passieren bei mir. Also ich habe schon, wo ich mal so für mich getestet hatte, diverse Kapriolen schon gedreht und da waren schon sehr lustige Sachen mit dabei gewesen. Dass man denkt, oh, man hat Duna erreicht, zack, kurzfristig an Duna drauf vorbeigeschossen. Blub, und schon dreht man sich mit 9000 Stundenkilometern dort, wo man eigentlich nicht hin wollte. So, jetzt mal gucken, wo ist er jetzt? Hat er denn schon einen Punkt erreicht? Nein, hat er noch nicht. Der will noch gleich Gas geben. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Wir hätten immer. Ich mach mal Quick Save, sicher ist sicher. Wie sieht so der Treibstoff aus? Ja, 2000 haben wir noch. Sieht noch gut aus. Ja. Ich hoffe mal, dass wir gleich hier nicht zu viel zurückbrennen müssen. Dass wir hier, wie gesagt, einen Orbit noch erreichen bei unserem schönen Planeten. Ach ja. Schauen wir mal, dann schauen wir mal. Ja, wohin schauen wir denn? Zu einem guten Minmus. Vielleicht gibt es ja auch andere taktische Manöver, die man hier machen könnte. Wie zum Beispiel jetzt so hier an die Fliegen und dann hier nochmal so ein kleines Manöver hier rüber brennen. Ob das dann nicht auch schon was wäre? Ja, 600, das ist doch ein bisschen viel. Wir müssen das ja auch irgendwie gleich auch wieder bremsen. Naja, wir sehen es jetzt gleich, wir sehen es jetzt gleich. Mehr als, wie gesagt, mehr als in der Katastrophe kann es jetzt nicht enden.
Also irgendwann müssten wir doch jetzt... Vielleicht so eine... So eine Flugbahn von ihm erreichen. Oder täuscht das? Ich beschleunige jetzt eins weiter. Wir haben noch 1700. Ich würde sagen, wir haben ihn. Jetzt gehe ich mal auf die Bremse. So, und sage, warp mal hier. Beziehungsweise, wir werden erstmal dieses Manöver jetzt mal hier, was wir jetzt hier geplant haben. Dieses Manöver kommt raus. Wir haben, okay, müssen wir sagen, wir haben uns jetzt, wir schießen jetzt hier einmal quer durchs komplette Sonnensystem. Ne, das hätten wir uns auch ein bisschen leicht anders da machen können. Indem wir auch erstmal warten, bis wir hier unten sind, aber. Da ist der Knubbel, den wir hinwollen. Ha! Wir haben das Knubbelsche entdeckt. Und 1600. Oh, jetzt haben wir noch 10% Treibstoff. Ah. Und eine Affen. Und Affengeschwindigkeit noch auf dem Tacho. Da können wir hier mal so ein kleines Manöver machen. So, mal kurz gucken. Ob ich hier das richtig. Ich will mal sehen, was dabei rauskommt. Mal sagen, okay, wir mindern jetzt hier die Geschwindigkeit. Da passiert nichts. Beziehungsweise. Wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen anders da machen. Ich will mal was ausprobieren. Leute, nimm es mir nicht krumm, wenn es schief geht. Und dieses Manöver nehmen wir jetzt erstmal weg. Ja, die Folge hat jetzt heute mal ein bisschen Überlänge. Dafür waren die letzten so wieder ein bisschen komisch. So. Aber nichts. Wir mal sagen es so. Ruhig, Fury. Wir bleiben jetzt hier. Ich sage jetzt immer für diese Folge erstmal wieder danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.